Hallo, ich bin Andreas Muster von der Südsteirischen Weinstraße. Fangen wir mal an, okay, was ist ein klassischer Weißburgunder, wie soll der schmecken, was soll der für ihn bringen? Der Weißburgunder ist fast ein bisschen ein geheimer Star der Region, keiner spricht groß drüber, jeder trinkt ihn sehr gern. Und wenn ihn jeder trinkt, dann heißt das, dass er nicht besonders viel Eigencharakter hat. Das heißt, keine lauten Aromen, wie jetzt ein Sauvignon oder Muscatella, er gehört zu den ruhigen Burgundersorten und hat da eher Birne, also Williamsbirne ist ganz klassisch, teilweise auch Steinobst und dann, wenn es dann reifer wird, geht es gerne in Nüsse und in Schwarzbrot hinten rein. Okay, und jetzt vom der Wertigkeit, oder wo wird es den Wein jetzt dazu servieren? Also Wertigkeiten kann der Weißburgunder alle bespielen. Ja. Der Hauptpunkt, den er in der Steiermark oder in der Südsteiermark hat, ist definitiv der Speisenbegleiter, der nicht so schwer ist. Also wir sprechen zwischen 11,5 und 12 Alkohol, im besten Fall in großen neutralen Fässern ausgebaut. Und dann ist er eigentlich ein Begleiter, der es alles schafft. Ne? Der schafft es vom Fisch, von der klassischen Forelle, übers Bockhändl hin zum Gemüse und zum kräftigen Fleisch, da hat er alles drauf, weil er einfach über seine Burgundigkeit am Körper, im Gaumen, sehr weich und sehr erfrischend ist, also keine Spitzen, und sich nicht in den Vordergrund drängt.